Der zuletzt am Tatort eintreffende Inspektor McFeverham ist mit Reverend Ross der Ansicht, dass hier ein raffinierter Mord vorliegt. Aber wer ist der Mörder? Der Verdacht fällt zunächst auf einen gewissen Emery Lasters, den Inspektor McFeverham kurz darauf im Beichtstuhl des Chorraums entdeckt. Aber während der Inspektor den seine Unschuld beteuernden Lasters noch verhört, beginnen oben im Turm die Glocken abermals anzuschlagen, obwohl Dr. Weiler beteuert, dass niemand das Geläut am Schaltbrett in der Sakristei in Gang gesetzt habe. Als Inspektor McFeverham, Reverend Ross und Dr. Weiler daraufhin erneut in die Glockenstube emporsteigen, finden sie dort den stöhnenden Messner West, der auf der Suche nach seiner Brandyflasche an der Schulter verletzt wurde von einer der großen Glocken, die auf unerklärliche Weise zu läuten begannen. Trotz seiner Schmerzen kann Messner West dem Inspektor noch berichten, dass der Tote verschwunden ist, obwohl die Turmluken vergittert sind und kein Mensch den Turm unbemerkt verlassen konnte. Um festzustellen, ob dieser Tote tatsächlich Albert Darton ist, der übrigens der Liebhaber von Kerima Mitchell, der Frau seines Chefs sein soll, begibt sich Inspektor McFeverham gegen Mitternacht in die Villa von Anthony Mitchell, in der gerade ein Maskenfest stattfindet.